Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück bei Pillars of Eternity. Indeed. Ach, wir sind immer noch im Schleichen, okay. Aber was ich noch machen werde, bevor ich jetzt hier weitergehe im Tempel von wo, Dicker war das, ne? Werde ich nochmal kurz rausgehen, komplett, weil wir haben ja schließlich was, ich habe ja schließlich was vergessen. Nämlich ein paar Quests mitzunehmen und ich habe vergessen, es ist mal wieder richtig geil. Ich mache hier eigentlich eine komplette Spontanaufnahme gerade. Meine Fresse, so. Und werde dann erstmal meinen Timer starten, erstmal die super geile App dafür suchen und starten. So. So, dann gehen wir erstmal wieder raus. Oder doch. Ich wollte schon sagen, kommen die jetzt gar nicht, aber doch. Die sind auf dem Weg. Langsam, aber stetig, und das reicht ja vom Prinzip her. Ich könnte natürlich den schnelleren Modus reinmachen, aber nee. Da muss ich mich nochmal in Urfeuer zu den Schmelzrittern gehen. Schmelztiegel, Ritter, Dingensbummens, Kirchens. Da haben die nämlich noch ein paar gute Quests, die wir eigentlich noch machen können. Beziehungsweise die wir mit dem hier verbinden können. Bevor wir da jetzt weitergehen. Warum ist meine Kamera gleich da? Ich will es besser gar nicht wissen. Urfeuer. Wie spät haben wir es denn? 22 Uhr. Das ist Sonntag. So, und zwar der Sonntag nach Männertag. I grew up in Gilded Vale. Quaint. That's what I meant to call it. No. You had it right. Natürlich hat er recht. Wird Interesse, einzigartige Gelegenheit? Nee, ich nicht. Ich habe kein Interesse an sowas. Dann mal rein mit uns in die gute Stube. Neue Karte entdeckt und der hat daraufhin erstmal ein Level abgekriegt. Das machen wir nochmal gleich. So, hoho, da gehen wir erstmal wieder auf Athletik. Das hilft ihm ja beim Kämpfen. Was hat er in der Hand? Ich glaube, eine Intelligenz minus 1 war das, ne? Das war bei Raufbold. Waffenspezialisierung Raufbold, genau. Erhöht nämlich nochmal die Genauigkeit. Oder hier war es, glaube ich, der Schaden. Was führt dich zur Burg? Das geht dich nichts an. So, hier machen wir die Buchte wieder zu. Gucken mal hier, was gibt's hier so Schickes? Haftverordnung nehme ich mit. Ich würde sagen, perfekt abgepasst. So, gehen wir mal hier hin. Ja, wir müssen uns um den Erbhügel kümmern. So. Ist denn der... Ach scheiße, das habe ich vergessen vorzulesen. Na egal.
Wer das jetzt unbedingt noch vorher wissen will, da kann er ja dann Pause drücken. So, sie senkt ihre Stimme. Die Frage sollte eher lauten, ob überhaupt etwas in Ordnung ist. Ein ganzer Bezirk wandelnder, fleischfressender Leichen. Wir haben das Gebiet vor 2 Monaten abgeriegelt, kurz nachdem ich dort einen meiner besten Kommandanten verloren hatte. Und trotzdem ist jetzt schon die 2. Wacheinheit verschwunden. In der Burg kursieren bereits genug Gerüchte über den Ort, ohne dass meine Soldaten über dieses Verschwinden tuscheln müssen. Sie schüttelt den Kopf. Ich hätte den Bezirk schon aufgegeben. Doch wenn diese Monster einen Weg nach draußen finden... Ja, wir könnten auch uns darum kümmern. Sie macht einen Schritt zurück und betrachtet dich. Willst du nach allem, was ich dir gerade erzählt habe, noch immer in den Abhügel gehen? Ich habe dort ausgebildete Soldaten verloren. Warum sollte ich jemanden reinlassen? So, ist die Frage. Leidenschaftliche Antwort, eine rationale, eine aggressive, eine leidenschaftliche Antwort. So. Wenn du so erpicht darauf bist, in den Tod zu eilen, werde ich dich nicht aufhalten. Sie betrachtet ruhig die Novizen, wenn du irgendwie in der Lage bist, dem ein Ende zu setzen. Du hast meine Erlaubnis, Erbhügel zu betreten. Ich werde die Wache am Tor benachrichtigen. Okay, haust da rein. Sehr freundlich. Jetzt dürfen wir erstmal... jetzt dürfen wir in den Erbhügel rein, ohne dass wir die Wachen bestechen müssen. Aber wir gehen natürlich zuerst in den Tempel von Vuedika. Oder wie auch immer das Dingensbummens da heißt. Erstmal wieder, Gott. Schon den ganzen Tag übelst müde, ich weiß gar nicht warum. Kupferweg war das. Dann gehen wir erstmal wieder in die Fuchs und Gans. Dalton, du warst so lieblich wie damals. Natürlich war ich das. Ich bin immer lieblich. Wir rennen erstmal mitten durch, ne, mit gezückten Waffen. Es gab ja ein Spielupdate, das etwas über einen Gig groß war. Weiß ich nicht, ob das jetzt schon die 2. Aufnahme mit dem Ding ist oder ob es jetzt die 1. ist. Weil es wurde ein bisschen mehr übersetzt. Aber ich finde immer noch, dass dieses Ganze mit Intelligenz -1 und die ganze Scheiße... nee. Das ist eigentlich ein absolutes No-Go. Warum man dazu nicht einfach Säbel sagen kann... Das erschließt sich mir einfach nicht. So, der ganze Schund kann weg. Praktisch, können wir gleich alles abstoßen, was wir nicht brauchen. Waldläufer-Pirscher-Bonus. Was haben wir hier noch für 24? Ein bisschen Löwenhaut, verscherbeln wir doch einfach alles. Den ganzen Stuff brauchen wir noch. So, einmal Campingbedarf handeln und dann gehen wir erstmal eine Runde pennen. Das mit den Vermissten machen, das machen wir aber wirklich erst später, weil das ist auch wieder ein bisschen härter. Ähnlich wie Redrick. Da kann man wieder halten, wie man will, ob das ein härter ist oder nicht, aber den Gegner, den man da besiegen muss, ist wirklich ein bisschen härter. Es ging mir jetzt persönlich bei der Quest erstmal nur darum, dass wir kostenlos in den Erbhügel reinkommen. Jetzt geht's erstmal wieder in die Katakomben rein. Danach können wir den Erbhügel gerne besuchen. Ist garantiert ein lohnendes Terroristen, wollte ich jetzt schon sagen. Touristen, obwohl, das nimmt sich nicht viel. Ziel. So, dann marschieren wir mal wieder hier runter. Was ist denn eigentlich unsere Gruppenreputation? Das sollte man nämlich wirklich nie aus den Augen lassen. Weil das kann man nämlich auch in Gesprächsoptionen später mit einbauen. Von daher ist das richtig. Wir waren ehrlich.
Oh mein Gott. Schlau, stoisch, aggressiv, okay. Ewig lang hier immer. Der Schwierigkeitsbeeinflusst, welche Kreaturen und wie viele im Kampf erscheinen. Nur Vater Verdammten verändert. Was auch immer. So, jetzt speichere ich nochmal kurz, weil viel ist ja noch nicht passiert. Was? Ich bestech die doch nicht. Ich greife die an. Die haben noch zu viel geraucht, die Leute. Was gibt's aufs Maul? Ich könnte ja mal meine... da. Das ist ein sehr schöner Tritt. Beschleunige ich obendrauf noch meine Angriffe und mache nochmal den hier. Griff der Qual ist sehr geil. So, das hätten wir. Indeed. Liegt hier noch was rum? Da oben sind noch mehr Gegner. Wir gehen einen Schritt zurück natürlich. Ach, ich hasse Bogenschützen. So, jetzt gehen wir ein bisschen strategisch vor. Eine gute Strategie brauche ich jetzt momentan noch nicht wirklich. So. Den Söldner, nee, den Söldner boostest du. Beziehungsweise du machst einen Heal. Na gut, der kommt zu spät. Na super. Genau dann fällt er um. So, nochmal kurz die Fäuste angeschmissen und den hier. Weil das ist ein richtig geiler AOE. Ich weiß gar nicht, warum ich den nicht früher eingesetzt habe. So, hast du denn irgendeinen richtig geilen Angriff, den du jetzt machen kannst? Hier, nee. Oh, kannst du den da angreifen? Du castest schon mal auf den da hinten. So, und damit sind alle Gegner hinüber. Yes. Yes. So, ein paar Zauberbücher. Der hat nichts mehr drin, weil, keine Ahnung, Bug. Hello. Hello. Was, hello? Sag doch nicht hello. Hello again. Ich sag einfach hello again. Copyright-Musik. So, verschleichen wir uns mal hier rein. Gucken wir mal, sieht er uns? Ja, natürlich sieht er uns. Huch. Hoppala, den haben wir mal instant umgewendet, Ratz, den Typen. So, immerhin haben die ganz gut Equipment dabei, das wir verticken können. Immerhin etwas. Wenn die uns jetzt hier schon die Mühen machen, dass wir sie noch töten müssen und nicht schon sich vorher schon exekutieren. Initiierter. Hoppala. Kana. Für 46 Stechenschaden, Alter. Das war nochmal ein richtig fetter Crit, ey. So, gibt's denn hier was Interessantes? Auf dem Tisch liegt ein Buch voller unverständliche was? Kryptographie. Büchchen nehme ich mit. So, hier ist noch ein Buch. Die Kiste machen wir gleich auf. I'll see it done.
So, keine Falle dran, das ist sehr gut. Schloss ist geknackt. So, haben wir hier denn sonst noch was? Na gut. Da gehen wir in Stealth durch die Gegend. Nicht, dass wir nur irgendwelche Fallen durch in der Gegend rumwuseln. Und dann speichere ich erstmal. Großer Raum, da ist was, okay. Großer Raum, vier Leute. Quatsch, fünf. Kann ich mal mehr zählen. So, du greifst den. Ihr greift den Knallkörper da alle an. Du machst dein komisches Geschoss auf den. Du buffst uns alle mal mit ein bisschen mehr Damage. Das gehört mir nicht. So, der ist schon fertig mit Carsten, zumindest gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Dann noch eine narkotische Sichel. Auf, ja, die. So, Durance, du machst nochmal einen Heal. Du wirfst den da um. Und auf wen ballerst du rum? Den da, okay. Immer schön auf den Bogenschützen, das ist richtig. Und du bist umgeworfen? Tatsache. Ja. Ist leider niedergeschlagen. Kann ich momentan nicht viel machen. Ah, jetzt nicht mehr, okay. Das heißt, uiuiui, der macht hier so einen fetten Cast. Kann möglich sein, dass die gleich weg ist. Okay, nochmal einen Heal rausgehauen. Du machst nochmal eine narkotische Sichel und so auf den da. Ah, der kam zu spät. Du greifst den an. Und greifen alle den einfach mit Auto-Hits an. Durance, du kannst da gleich mitmachen. So, hier denken wir jetzt Stuff, da ist noch mehr Stuff. Ein guter Stab. Of course. Hat unser Jutta Durance schon sowas? Ne, einen guten Stab hat er noch nicht. Ich wüsste jetzt nicht, warum wir ihn unbedingt einen brauchen, aber ich gebe ihm den einfach mal. Einfach nur, damit er einen hat. Ich habe jetzt Schluck auf. Yes. Und jetzt pennen wir erstmal eine Runde. In diesem Gebiet kann man nicht campieren. Super. I shall be discreet. Dann. Alof schwankt und führt seine Hand an die Stirn. Hustend und plappernd taumelt er einen Schritt nach vorne. Back, you clod! Those hooded fiends are not to be trusted! Zurück, Dummkopf. Diesen Kapuzenteufel darf man nicht trauen. Alof, hör mal. Jetzt ist nicht die rechte Zeit dafür. Er zieht eine Grimasse und schnappt nach Luft. Ist schon gut, ich bin in Ordnung. Er hustet wieder. Das hier ist wahrscheinlich nicht der beste Ort zum Reden. Hello. Das glaube ich allerdings auch. Hello? So. Weißt du, da war ja ganz ordentlich Geld drin. Ich habe zwar nicht aufgepasst, wie viel, aber... Shitterbens. Kohle ist Kohle. So. Gucken wir mal. Der sieht fett ausgerüstet aus. Eine verschleierte Frau. Das hört sich noch viel weniger gut an. So, ich behaupte mal, wir gehen mal ein paar Zentimeter zurück. Dann verprügeln wir den da erstmal. Aber zuallererst Rüstungs... Och, Ena wurde schon übernommen. Erstmal ein Rüstungsbuff, so.
Verschleierter Mann kann Ina schon die verschleierte Frau angreifen? Nein. Ja, könnte sogar sein, dass ich diesen Kampf hier verliere. Schlechte Vorbereitung und so. Was machst denn du da? Janisch. Ja gut, das Ding kann ich laden. Indeed. Ach Gott, ich habe nach dem Kampf überhaupt nicht gespeichert. There's something ahead. Na gut, aber wir können ja mal hier ein Stück zurückgehen, dann kommen die gleich. Na super. Wollte ich sagen, kommen nicht gleich alle an, aber bam. Du hast ja noch sowas. So, 7 Verwundungen haben wir noch. Gehen wir erstmal auf Speed und dann gehen wir da drauf. Ja, Mann. Das haut einen guten Damage raus. Huch, nein, das wollte ich nicht machen. Das da wollte ich machen. So, Kana, du greifst den da an. Alof, du machst einen Cast auf den. Und gleich nochmal, weil es so schön war. So, du hast noch die Fäuste aktiv. Okay, dann machst du nochmal den. Und dann machst du gleich nochmal den. Damit sind schon wieder alle hinüber. So, wir nehmen den ganzen Stuff mit. Die haben ganz ordentlich Kohle dabei. Das scheinen keine armen Priester zu sein. So. Haben wir hier unten noch irgendwas? Ja, da haben wir noch was. Dann gehe ich hier mal ein Stück zurück und nehme mich raus. Und dann pennen wir erstmal eine Runde. Weil hier unten kannst du nicht pennen. Warum auch immer. Wie sieht es eigentlich mit dem nächsten Level aus? Hatten wir erst, okay. Das heißt, der Rest muss jetzt erstmal noch ein Level abkriegen. Und schnarchen. So, du wachst auf und siehst Durance, der seinen Stab mit beiden Händen vor sich hält, hinhält. Aus der obersten Stabspitze flackert eine Flamme, die lange Schatten auf sein Gesicht wirft, als er mit nachdenklichem Gesicht vor sich hinstarrt. Trotz all des Feuerscheins können sich deine Augen nicht auf ihn konzentrieren. Vielleicht wachst du gerade aus einem Schlaf auf, oder es handelt sich um einen Lichteffekt, aber er erscheint dir undeutlich. An den Rändern verschwommen, nur sein Stab, den kannst du genau sehen. Der Stab, er scheint seine Gravuren zu studieren. Während du zusiehst, beginnen sie schwach-rötlich zu leuchten. Wie durch die Risse erhitztes Holz. Die Linien fließen wie geschmolzenes Metall und brennen die Ränder seines Stabs entlang, bevor sie sich in eine Reihe komplizierter, feuriger Adern verzweigen. Dort, wo seine Hände das Holz umklammert halten, häufen sich und pulsieren wie ein Herzschlag. Während du zusiehst, dreht sich die Ader zu einem Dutzend separater Kreise. Kreise, die sich wiederum drehen, bis sie ihrerseits kreisförmig angeordnet sind. Sie pulsieren, warten und alles ist merkwürdig still und urplötzlich geht von dem Feuer ein gewaltiges Licht aus. Du spürst einen Luftstoß, siehst einen enormen Blitz und erwachst abermals. Durance befindet sich immer noch am selben Ort, nun aber in fester Form und real. Er scheint dich nicht bemerkt zu haben oder auf der Geschehene reagiert zu haben. Ah, Quest aktualisiert und es gab dafür ein Level Up für Durance. So, Mechanik brauche er ja nicht, aber Athletik gehe ich noch einen Punkt mit ihm hoch. Und er kriegt neue Priesterzauber.
Und jetzt muss ich mit Durance reden. Okay. Hm. Wollte ich eigentlich nicht tun, aber nur gut. Ich hatte einige Fragen. If doubts and curiosity plague you, you're skinning your knuckles on the wrong door. Wenn dich Zweifel und Neugier plagen, dann schlägst du dir die Fingerknöchel an der falschen Tür wund. Ich sah etwas Merkwürdiges. Du bist am Feuer gesessen und von deinem Stab ging ein starkes Licht aus. Tell me what you saw. Durance ist still und starrt dir direkt in die Augen. Sag mir, was du gesehen hast. Es gab einen Blitz, wie bei einer Explosion. Einen unglaublich grellen Luftstoß. It is the light of the Godhammer you saw. Durance nimmt jedes Wort auf. Einen Moment lang ist er merkwürdig still. Und als er spricht, geschieht dies mit leiser Stimme. Das, was du gesehen hast, war das Licht des Götterhammers. Der Götterhammer? It was a weapon of Deerwood's people. A symbol of their independence. It saved the Deerwood. Es war eine Waffe der Bevölkerung des Dürrwalds. Ein Symbol ihrer Unabhängigkeit. Sie rettete den Dürrwald. Was weißt du darüber? It brought the Saints' War to an end. Knocked a god from his perch. There are few that would deny Aeothis overstepped. The Godhammer reminded Aeothis of it. Durans Stimme bleibt leise und gleichmäßig, als würde er etwas wiederholen, das er schon viele Male gesagt hat, entweder laut oder zu sich selbst. Er hat den Krieg des Heiligen beendet und einen Gott von seinem hohen Ross geschlagen. Durans Gesicht nimmt steinerne Züge an. Es gibt nur wenige, die abstreiten würden, dass es Aeothis übertrieben hat. Der Götterhammer erinnert Aeothis daran. You saw its light because I helped shape it, give it life, and release it into the world. Once seen, its glory is almost too bright to be believed, and too bright to be forgotten. Du sahst sein Licht, weil ich bei seinem Bau geholfen habe. Du sahst sein Licht, weil ich bei seinem Bau geholfen, ihm das Licht geschenkt habe und ihn in die Welt entlassen habe. Durance schluckt und nickt. Einmal gesehen ist seine Pracht fast zu hell, um geglaubt zu werden, und zu hell, um in Vergessenheit zu geraten. Du halfst dabei, den Götterhammer zu bauen. There were 12 of us. We fashioned the weapon, drafted plans for it, prayed for guidance at Ashfall, and it came to me there. Each of us were given a staff made from the forest of black trees around us, glowing with embers and fire far greater than this branch you see now. Wir waren zu 12. Durance nickt. Wir bauten die Waffe, entwarfen Pläne dafür, beteten um Führung bei Aschfall. Und dort war es auch, dass er zu mir kam. Jeder von uns erhielt einen Stab aus dem Holz der schwarzen Bäume um uns herum, die viel mehr vor Glut und Feuer leuchteten als dieser Zweig, den du jetzt siehst. It felt as if the staff was Margren's own finger, guiding my hand, guiding the other 11. The shadows of the 12 who had come to stand on the bridge to stop Aeothis. Es fühlte sich so an, als ob der Stab Margrans eigener Finger sei. Er führte meine Hand, führten die anderen 11, die Schatten der 12, die auf der Brücke Aeothis entgegentreten würden, um ihn aufzuhalten. Schatten der 12? Even in that stand, there was a ritual to it. For the 12 that stood on the bridge, there were a dozen shadows cast, a dozen faithful of Margren, her fiercest supporters and shapers of the Godhammer. Selbst mit diesem Widerstand war ein Ritual verbunden. Für die 12, die auf der Brücke standen, wurde ein Dutzend Schatten geworfen, ein Dutzend von Margrens Gläubigen, ihren energischen Unterstützern und Erbauern des Götterhammers. Durance stellt den Stab vor sich ab. Die Flamme an der Spitze flackert einen Augenblick. Das Licht lodert leicht auf. Es teilt sich in einen Ring aus Flammen, eine nach der anderen, bis ein Dutzend aufeinandertreffen. As 12 held Aeothis fast, we 12 unleashed our prayers and let the Godhammer fall. So wie 12 Aeothis festgehalten haben, so haben wir 12 unsere Gebete entfesselt und den Götterhammer herabfallen lassen. Dann blüht sie hell auf, einmal und nimmt wieder die Stärke einer Kerze an. Als es vorüber ist, scheinen die Schatten in der Nähe schärfer zu sein, als hätten sie Kanten und du blinzelst, um wieder klar sehen zu können. Durance starrt noch immer wie gebannt in die winzige, kerzenartige Flamme. Shadows cast by the fire of the Godhammer, perhaps. We
share their fate as well in time. Now the spine of the Deerwood is marked by the Godhammer. Marked by Margaret. Vielleicht Schatten, die vom Feuer des Götterhammers geworfen wurden. Die Flamme erlischt plötzlich und ohne Rauch. Und später teilten wir ihr Schicksal ebenfalls. Nun trägt das Rückgrat des Durwalds die Spuren des Götterhammers, von Margran markiert. Durans runzelt die Stirn und hebt einen starren Blick vom Stab. Was meinst du, wir teilen ihr Schicksal? Not all deaths come with stilled breath and stilled heart. Or other stilled passions beneath the waist. Some deaths come from silence. Nicht alle Tode sind mit regloser Atmung und reglosem Herzen verbunden. Durans grunzt und zieht die Kordel seiner Robe zurecht. Oder mit anderen reglosen Leidenschaften unterhalb der Taille. Manche Tode kommen aus der Stille. The connection we once shared with Margaret. After the light of the Godhammer, it was not the same. It was as if we'd lost our senses, and sense of purpose as well. Instead of victory, being welcomed, there was silence, within and without. Die Verbindung, die wir einst mit Margaret teilten, nachdem Licht des Götterhammers, war sie nicht mehr dieselbe. Er war, als hätten wir unsere Sinne verloren. Und unsere Sinnhaftigkeit noch dazu, anstatt des Sieges, anstatt willkommen geheißen zu werden, gab es nur Stille, im Inneren wie im Äußeren. Not many can claim to have killed a god. It is less a heroic tale than you would think. And such a death, it changed our faith. All faiths, I expect. Doubt followed, and the world changed. I do not believe Margaret was pleased by what we had done. Nicht viele können von sich behaupten, einen Gott getötet zu haben. Diese Geschichte ist nicht so heldenhaft, wie man denken würde. Und ein solcher Tod, nun, er verändert unseren Glauben, alle Glaubensrichtungen nehme ich an. Durant starrt wieder auf die Todesspitze seines Stabs. Der Zweifel folgte und die Welt veränderte sich. Ich glaube nicht, dass Margaret damit zufrieden war, was wir getan hatten. Warum? The world is broken. The wheel stilled. There is sickness in the world's heart. Perhaps the price of crossing a god. Die Welt ist zerbrochen und das Rad zum Stillstand gekommen. Durans kratzt sich an seiner Pockennarbe und hält inne. Dann zieht er seine Hand zurück und betrachtet sie stirnrunzelnd. Das Herz der Welt ist krank. Vielleicht ist das der Preis für die Verärgerung eines Gottes. Crossing two gods. Even as Margaret shaped our hands, perhaps we carried her will farther than was allowed. Just as Widewind did. Saint Widewind. Mortal arrogance to match mortal arrogance. Er grunzt, die Verärgerung zweier Götter. Selbst als Margaren unsere Hände formte, trugen wir ihren Willen vielleicht weiter hinaus, als es uns gestattet war. Er hält inne und starrt seinen Stab an, genau wie es Weidwind tat, der heilige Weidwind. Durant spuckt aus, sterbliche Arroganz, um sterbliche Arroganz zu entsprechen. Yet if the world had changed, then I sought to change with it. If I had forgotten some of Margaren's teachings, I would find them again. Would make her see me again. Und dennoch, wenn sich die Welt verändert hatte, dann strebe ich danach, mich mit ihr zu ändern. Sollte ich einen Teil von Margarets Lehren vergessen haben, würde ich sie wiederfinden. Es würde sie dazu bringen, mich wiederzusehen. Was hast du denn getan? I remembered Margarets teachings. How reminders on the flesh were more important than the death of a vessel. And I wondered if killing Aethys, if that had simply set him free, had it allowed him to escape his punishment and be taken on the wheel, like a mortal? Ich erinnere mich an Margarets Lehren, weshalb die Erinnerung auf dem Fleisch wichtiger als der Tod eines Gefäßes ist. Durans runzelt die Stirn. Ich fragte mich, ob wir ihn wirklich befreiten, als wir ihn umbrachten. Hatte ihm das gar gestattet, seiner Strafe zu entgehen und zum Rad gebracht zu werden. Durans Stimme geht seltsam nach oben. Zum ersten Mal wirkt er so, als würde er wirklich eine Frage stellen.
wie ein Sterblicher. Er schüttelt den Kopf. As I step from the now blessed Godhammer Bridge, I thought of Ashfall. I thought of the War of Black Trees. Wondered if I needed to be burned to find myself again. That is Margaret at her heart. At least that is my hope. These are the doubts that befall me. Als ich von der mittlerweile gesegneten Götterhammerbrücke ging, dachte ich an Aschfall und an den Krieg der schwarzen Bäume, und ich fragte mich, ob ich verbrannt werden müsste, um mich selbst wiederzufinden. Das ist Margran in ihrem Herzen. Wenigstens hoffe ich das. Juven zuckte die Stirn. Das sind die Zweifel, die über mich hereinbrechen. Was geschah denn nach der Rückkehr? The road to Ashfall is long. Gives one time to think. If you think long enough, you do not go home. I left without telling anyone, with only the robes I wore at Halgott, my staff and my name, which is long buried. Der Weg nach Aschfall ist lang und gibt einem viel Zeit zum Nachdenken. Seine Hand festigt ihren Griff um den Stab, und wenn man lange genug nachdenkt, dann geht man nicht nach Hause. Ich ging, ohne mich von irgendjemandem zu verabschieden, nur mit der Robe am Leib, die ich bei Halgott trug, meinem Stab und meinem Namen, der seit langer Zeit begraben ist. Of my fellow 11 craftsmen, disciples, I know not what happened to them, if they suffered the same doubt as I did. But it was underserved. It was wrong. We had done all that. Grab victory from defeat and was mit den anderen 11 Bombenbauern und Jüngern geworden ist, das weiß ich nicht. Ob sie demselben Zweifel wie ich erlitten, aber es war nicht genug. Es war falsch. Wir hatten alles getan, was diese Hure verlangt hatte. Wir hatten aus der Niederlage einen Sieg gemacht, und so, jetzt fühlt sich jetzt, als hättest du deine Göttin betroffen. Du fühlst dich, als seist du von deiner Göttin betrogen worden. Was weiß ich. There is something about being used and cast aside. Perhaps Widewen himself felt it. There at the end, when the hammer struck. To be the proof that your god is hollow as the vessel it inhabits. Da gibt es etwas. Es geht darum, benutzt und verstoßen zu werden. Durance kneift die Augen zusammen, als würden sie sich auf einer inneren, inneren Gedanken konzentrieren. Vielleicht spürte es sogar Widewen selbst, ganz am Ende, als der Hammer zuschlug, dass er der Beweis dafür war, dass ein Gott so hohl ist wie die Hülle, die er bewohnt. I tried to find purpose. And avoided all contact with other Magranic priests, did not seek the walls of Ashfall, and sought to make amends to my God through actions. Ich versuchte einen Sinn im Leben zu finden und mied andere Magran-Priester und suchte die Mauern von Ashfall auf und versuchte mich durch meine Taten mit meinem Gott zu versöhnen. I joined with the Purges for a time, and not long after came the first signs of the Hollowborn. So many crimes, trespasses, violations. The Salvation. Animancers were another sickness born of the Saints' War. A relapse of innovation, of desperation to heal what we had caused. All seemed worse than before the bridge, not better. And as years passed, the world became even worse still for the victory. Eine Zeit lang machte ich bei den Säuberungen mit, und nicht viel später kam es zu den ersten Hohlgeburten. Er legt die Stirn in Falten, so viele Verbrechen, Vergehen, Verstöße, er spuckt aus. Die Erlösung, Beseeler waren noch eine Krankheit, die durch den Krieg des Heiligen geboren wurden. Ein Rückschritt der Innovation im verzweifelten Versuch zu heilen, was wir verursacht hatten. Alles schien schlimmer zu sein als vor der Brücke, nicht besser. Und als die Jahre vergingen, wurde die Welt trotz des Sieges sogar noch schlimmer. So, was haben wir denn? Vielleicht waren die Säuberungen
Auch nicht das, was Magran wollte. Jetzt verstehe ich, warum du deine Göttin eine Hure schimpfst. Sie hat dir den Laufpass gegeben und trotzdem schmachtest du ihr nach. Ja, das ist etwas, was ich auch sagen würde dazu jetzt. In seinem rußigen Stirnfalten sammelt sich Schweiß, läuft seine rosigen Wangen hinab und tropft ihm von der Nasenspitze. Er bewegt den Mund, aber seine Worte bleiben lautlos. Ausnahmsweise ist er einmal ratlos. Als er deinen Blick spürt, gewinnt er schnell wieder die Fassung und wischt sich mit einem schmutzigen Handrücken über die Stirn. Hm? Worship the whims of some fickle bitch and you'll never be more than dirt beneath her feet. Worship what she worships on the other hand. Take her fire for your own, and her esteem comes on its own. Of course, by that time you no longer need it. Trial and transformation, sure as Durance taught. Seine Stimme klingt abgehakt und hastig. Hm, wenn man die Launen einer wankelmütigen Schlampe verehrt, wird man niemals mehr sein als der Dreck unter ihren Füßen. Verehrt man andererseits aber dasselbe wie sie und nimmt ihr Feuer als das eigene, so kommt ihre Wertschätzung von ganz alleine. Natürlich braucht man sie zu diesem Zeitpunkt dann nicht mehr. Prüfung und Wandel, so was Durance lehrte. Durance blickt dich eindringlich an, als du seine Augen starrst. Hast du das Gefühl, du würdest über den Abgrund einer gewaltigen Klippe blicken? You think to put the coals to my feet, but what's burned once will never burn again. These talks are your trial, Watcher. You cannot deflect the truth to one who has already been purified by it. Du glaubst, du hättest die Kohlen unter meine Füßen gelegt, aber was einmal gebrannt hat, wird nie wieder brennen. Diese Gespräche sind deine Prüfung, Wächterin. Jemanden, der von der Wahrheit bereits geläutert wurde, kannst du die Wahrheit nicht vorenthalten. Ja, was ist denn auf der Brücke geschehen? Wir wählten die Brücke aus, weil wir sie kontrollieren konnten. Durans Hände verstärkten ihren Griff um die Spitze des Stabs, als ob sie ihn am Hals packen würden. Sie war ein Ort, wo wir Eotas in seinen eigenen Schritten erwürgen konnten, wo wir wussten, dass seine Füße fallen würden, einem engen Flaschenhals aus Stein. Aber sie war mehr als das. Sie war eine Säule des Durwalds und stellte symbolisch dessen Rückgrat dar. Solche Symbole sind beim Bau einer Waffe von großer Bedeutung. Durance studiert seinen Stab und fährt mit den Augen die Einkerbungen entlang, bei jeder Waffe. Durans Gesicht wird härter, seine Augen brennen und er runzelt die Stirn. Ich vermute, Eotas wusste ebenfalls und auch sein Gefäß in ihrer Arroganz. Seine Hand festigt ihren Griff um den Stab. Er beabsichtigte, so auf die Brücke zu gehen, als würde er auf den Rücken des Durwalds gehen. Und wir beabsichtigten ihn im Licht unseres Glaubens und dem Seinen zu verbrennen. 12 auf der Brücke und 12 im Schatten und wir opferten uns auf. Ja, wie habt ihr das denn gemacht? We put much of ourselves into the Godhammer. Such a device is not simply a machine. There are elements of the spirit in it, even Widewind's spirit. Wir ließen viele von uns selbst in den Götterhammer einfließen. Solch ein Gerät ist nicht bloß eine Maschine, nein. In ihr finden sich Elemente der Seele. Durance runzelte die Stirn, sogar von Widewind's Seele. Elemente der Seele? Each of the 12 who brought the Godhammer forth would have done anything to save the Deerwood, save its people. It is why we were chosen. Each of us hated this pretender. That rage, that spirit, that rebellion went into our work and went into studying him as well. Jeder der 12, die den Götterhammer hervorgebrachten, hätten alles getan, um den Durwald und seine Bevölkerung zu retten. Das war der Grund, weshalb man uns ausgewählt hatte. Jeder von uns, Durans Gesicht verzerrt sich zu einem Zähnefletschen. Jeder von uns hasste diesen Heuchler. Dieser Zorn, dieser Geist, dieser Rebellion floss in unsere Arbeit und unser Studium über ihn ein. Widewind, warum? We all studied Widewind. He was our enemy, and he had provided the flesh the God wore as a cloak. That flesh made him vulnerable. I knew what fields his hands had tilled, his family.
what he had harvested, where he had been born. We sought to know him, what had led him to fight us. Wir alle studierten Weidwen. Er war unser Feind und er hatte das Fleisch bereitgestellt, das der Gott als Mantel trug. Dieses Fleisch machte ihn verwundbar. Ich wusste, welche Felder er und seine Familie bestellt hatten, was er geerntet hatte, wo er geboren worden war. Wir streben danach, ihn zu kennen und zu erfahren, was ihn dazu geführt hatte, uns zu bekämpfen. Und warum war das wichtig? You don't kill the god. You kill the man it inhabits. And you leave that man a ruin. Burn him to ash. The weapon was meant to not only burn his flesh, but it would burn his soul. And it did. At the cost of our own. And at the cost of our goddess's favor. That whore be damned. Man tötet nicht den Gott, sondern den Mann, in dem er wohnt. Und diesen Mann ruiniert man und verbrennt ihn zu Asche. Die Waffe sollte nicht nur sein Fleisch verbrennen, sondern seine Seele gleich mit. Und das tat sie auch, auf Kosten der unseren und der Gunst unserer Göttin. Verdammt soll diese Hure sein. Ja, klingt danach, als ob du deiner eigenen Waffe zum Opfer gefallen bist. Perhaps your eyes were blinded by the truth of the Godhammer, Watcher. I feel half a man at times, but even that is twice that of most others. Durin runzelt die Stirn und wirft dir einen scharfen Blick zu. Wächter, vielleicht wurden deine Augen von der Wahrheit des Götterhammers geblendet. Er schnaubt verächtlich. Manchmal mag ich mich ja nur wie ein halber Mann fühlen, aber das ist immer noch doppelt so viel wie die meisten anderen. If you fear for my spirit, your fears are baseless. The Godhammer, seeing its light, only fueled my anger and made me stronger. Made me re-examine the teachings of Margrin. Put them in a new light. Durance schüttelt den Kopf, aber er wirkt angespannt, denn sein Gesicht ist komplett rot. Wenn du um meinen Geist fürchtest, dann sind deine Sorgen unbegründet. Der Götterhammer, sein Licht zu sehen, schürte meinen Zorn nur noch und machte mich stärker, ließ mich die Lehren Margrins abermals überprüfen, sie in ein neues Licht stellen. So, es wirkt so, als wäre dort nur ein Teil von einem, als ob einem die Seele entzweigeschnitten wurde. I do not need you to cast any more questions on me, Watcher. Nor did I ask you to look upon me without my leave. Get gone and leave me be. Jones knurrt wütend, sein Gesicht ist jetzt fiebrig rot. Ich muss mir keine weiteren Fragen von dir anhören, Wächter. Und ohne mich, ohne meine Erlaubnis zu betrachten, darum habe ich dich auch nicht gebeten. Verschwinde und lass mich in Ruhe. Tja, der ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen angepisst. Und ja, sorry, es wurde ein bisschen eine Vorlesefolge. Naja, muss aber auch mal sein, weil das ist ja alles Story. Lastig hier das Spiel und das ist allgemein Story und zwar Gefährten-Story und das gehört nun mal auch dazu und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein!